Abgeordnete Christophers für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich glaube, noch nie ist die Entstehungsgeschichte einer Landesentwicklungsplanung mit so vielen Debatten hier im Landtag verbunden gewesen wie diesmal. Und Herr Gnilke, gestatten Sie mir eine Bemerkung. Glauben Sie im Ernst, BASF würde 200 Millionen in Schwarzheide investieren, wenn Sie da keine Zukunftschancen sehen würden? Weil es geht doch hier nicht um Altruismus. Sondern es geht darum, dass das Unternehmen eine Bewertung des Standortes vorgenommen hat und zu Recht zu der Entscheidung gekommen ist, dass hier ein Schwerpunkt auch der weiteren unternehmerischen Entwicklung sein kann. Zweitens, meine Damen und Herren, lassen Sie mich einige Zahlen vorlesen. Im Rahmen der Auslegung des Entwurfs Landesentwicklungsplan sind mehr als 1.000 Stellungnahmen eingegangen. Es sind 11.400 Anregungen und Bedenken, und davon sind mehr als 9.000 Anregungen und Bedenken zum Festlegungsteil, also zum Kapitel 3, abgegeben worden. Und meine Damen und Herren, es hat zu wesentlichen Änderungen geführt. Auch dazu eine Zahl. Es kam zu Modifikationen, also zu Veränderungen in mehr als 60% der textlichen Festlegungen des ursprünglichen Entwurfs. Und dann davon zu reden, dass es hier keine breite Debatte gegeben hat, dass es hier keinen gesellschaftlichen Diskurs gegeben hat zu diesem Landesentwicklungsplan, ist schlicht und ergreifend falsch. Und dann lassen Sie mich zu einigen Punkten kommen. Wissen Sie, im Landesentwicklungsplan ist auch aufgrund der breiten Debatte sind die europäischen Korridore anders dargelegt als noch im ersten Entwurf. Und das zu Recht. Und das umfasst Stettin. Und das erfasst die Ara-Häfen in den Niederlanden bis hin nach Moskau, um nur mal zwei Beispiele zu sagen. Und dass Sie anhand dieser Verkehrsachsen selbstverständlich Entwicklung vollziehen, das ist doch wohl offensichtlich. Und da geht es nicht nur um Logistik. Da geht es um Mobilität, da geht es um Antriebe und, und. Das ist doch wohl offensichtlich. Das Zweite ist, wie kommt man darauf, dass das Land Brandenburg nicht mit Sachsen zusammenarbeitet? Wir haben in der Frage Wasserwirtschaft, in der Frage Entwicklung der Lausitz, in der Frage gemeinsame Festlegung von Schwerpunkten zur Entwicklung im Rahmen der Strukturumbruches in der Lausitz mit Sachsenvereinbarungen und gemeinsame Kabinettsbeschlüsse. Selbstverständlich wird da zusammengearbeitet. Oder gucken wir oben in die Prignitz. Natürlich ist Hamburg oben ein Zentrum. Und natürlich wird Hamburg auch so abgebildet. Und natürlich wird dort auch zusammengearbeitet, unter anderem in den Bereichen der Entwicklung der Elbe als Ganzes. Insofern, meine Damen und Herren, zielt dieser Vorwurf ins Leere. Und ich glaube, wir haben noch nie so intensiv abgebildet in einem Landesentwicklungsplan die Frage der Beziehung und der Kooperation mit Polen. Und gerade das, sage ich mal, macht auch noch mal deutlich, dass wir hier genau die grenzüberschreitenden Kooperationen eben nicht nur nach Berlin. Und wenn das so wäre, dann hätten Sie recht. Aber der Landesentwicklungsplan zielt eben nicht nur auf Berlin. Er nimmt Impulse aus Berlin auf und versucht sie für Brandenburg dann hier, ich sage mal, auch positiv umzusetzen. Aber er zielt eben nicht nur auf Berlin. Und meine Damen und Herren, ich glaube, in dieser Diskussion wird manches auch durcheinander geworfen. Der Landesentwicklungsplan ist doch eine Projektion für das Land. Er ersetzt doch nicht Flächennutzungspläne, er ersetzt nicht Bauleitpläne, er ersetzt nicht die Mobilitätsstrategie, nicht das Wohnungsbauprogramm, und. Das heißt, was wir hiermit definieren, ist eine Projektion auf das Land, die dann mit Leben gefüllt wird und gefüllt werden muss über Ansiedlung, über Innovation, über Nahverkehrsentwicklung, Bauleitplanung und. Und ich glaube, dafür bietet er Voraussetzungen, dass sich das Land Brandenburg tatsächlich entwickeln kann. Und Herr Redmann, ich habe nicht nur Ihren Entschließungsantrag gelesen. Ich habe auch Ihre Studie gelesen, die Sie vorgestellt haben. Und dann sage ich Ihnen, ich glaube, Sie irren sich in einen zentralen Punkt. Sie sagen unter anderem in der Zusammenfassung bzw. in der Studie, die Sie haben anfertigen lassen, dass der LEPHR bietet für diese Aufgabe in der jetzigen Fassung nur eine restriktive Strategie. Es kommt darauf an, und jetzt ein Zitat, der Freiraumverbund ist ein Korsett, mit dem der geografische Vorteil der Flächenverfügbarkeit verspielt wird. Und da sage ich Ihnen eins, natürlich ist der Freilandverbund Fluch und Segen zugleich. Aber er ist vor allen Dingen eine zentrale Voraussetzung für die Entwicklung dieses Landes. Weil wenn dieser Freiraumverbund nicht existieren würde, dann hätten wir eine Zersiedlung. Dann hätten wir eine Flächeninanspruchnahme, sage ich mal, die in einer Größenordnung vor sich geht, die uns
die uns zumindest in der Entwicklung in der Perspektive behindern würde. Und insofern glaube ich, bei aller Diskussion, die sich im Einzelfall auch aus dem Freiraumverbund ergeben, ich glaube, das ist ein zentraler Ansatzpunkt auch für die Planung hier im Land Brandenburg. Und es ist ein Stück weit auch ein Stück weit auch Erfolgsgarantie für unsere weitere Entwicklung, weil wir damit das Land Brandenburg in der Flächenverfügbarkeit, aber auch in der Flächennutzung so entwickeln können, dass es lebenswert und liebenswert bleibt. Und meine Damen und Herren, letzte Bemerkung. Wir hatten das schon zu einer anderen aktuellen Stunde hier am Podium. Natürlich kann man über die Gliederung des zentralörtlichen Systems sträflich streiten. Und natürlich kann man darüber streiten, ob grundfunktionale Schwerpunktorte, also die alten Grundzentren, hier in der Gliederung aufgenommen werden müssen. Das ist aber, ich sage mal, eine sehr interessante theoretische Debatte. Wichtig ist eins, dass im Zuge der Regionalplanung etwa 80 bis 90 grundfunktionale Schwerpunkte im Land Brandenburg entstehen werden. Und diese grundfunktionalen Schwerpunkte noch mal das Doppelte an Entwicklungspotenzial bekommen, wie jetzt bereits jeder Ort im Landesentwicklungsplan hat. Und ich finde nach wie vor den Ansatz richtig, dass diese grundfunktionalen Schwerpunkte festgelegt werden über die Regionalplanung, weil das sind die Menschen vor Ort, das sind der Interessenausgleich vor Ort, der stattfindet. Und das wird schwierig genug. Das wird schwierig genug, hier eine Auswahl zu treffen, um hier eine regionale Entwicklung zu ermöglichen. Aber das ist notwendig. Und ich finde, es ist richtig, dass das vor Ort geschieht. Und meine Damen und Herren, eine letzte Bemerkung. Wir werden uns im April mit dem Gesetz zur Braunkohleplanung und zur Regionalplanung beschäftigen. Und meine Damen und Herren, da steht genau das drin, was Sie fordern. Dass die regionalen Planungsgemeinschaften eine integrierte Regionalentwicklung vorzulegen haben und einen integrierten Regionalplan zu entwickeln haben, der genau das aufnimmt, von dem Sie meinen, dass es im Landesentwicklungsplan nicht enthalten ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Es ist eine Kurzintervention angezeigt worden, Herr Abgeordneter Semper.